Moin! Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier am Sonntagnachmittag auf einem nordfriesischen Marsch vierfach in der Version 1.8 ohne Gräben. Ja, wir haben heute Morgen angefangen, so ein bisschen aufzuräumen, unsere Fahrzeuge zurück zum Hof zu bringen und so weiter und so fort. Und dann machen wir jetzt mal fleißig mit weiter und räumen hier mal schön auf und fahren die Fahrzeuge hier mal in ihre Schuppen. Wir sind hier am Rinderhof, wie ihr sicherlich schon erkannt habt. Ich meine, ihr kennt euch auf der Map ja hier aus. Und ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe hier noch gar nicht die Tankstelle befüllt. Hier am Hof. Was uns auch dazu veranlasst, dass wir Raps ansäen. Ne, die ist nicht gefüllt. Schade. Naja, nützt nichts. Nichtsdestotrotz machen wir hier mal Ordnung. Und bringen alle unsere Fahrzeuge weg. Wo wir was Neues anfangen. Neues heißt auch, wir werden neue Felder kaufen. Wir haben ja ein bisschen Geld auf dem Konto. Halb Millionen knapp. Da können wir ja dann schon ein bisschen was mitmachen. Und abgekoppelt. Jetzt können wir hiermit dann auch zurück. Und da müssen wir uns mal hier drum kümmern. Also ich glaube, wir müssen jetzt auf jeden Fall Raps ansehen. Ich weiß auch gar nicht, was hatten wir denn zuletzt? War das jetzt alles noch... Ach ja, wir haben Mais gehäckselt wie die Weltmeister, ne? Wollte ich ja gar nicht rein. Jetzt bin ich aus dem einen ausgestiegen und in den anderen eingestiegen. Was haben wir denn überhaupt noch im Silo? Naja, nicht mehr viel. Naja, wobei doch. Raps haben wir noch. Das heißt, wir können dann eigentlich auch jetzt gleich mal anfangen und können können mal wieder hier vorne eben Ordnung machen. Hier mal Fahrzeuge wegfahren. Den da auch gleich.
Und da sind wir auch fertig. Und hier vorne, hier haben wir Getreide drin. Das habe ich, glaube ich, für die Saatgutproduktion da reingetan. Dann fahren wir jetzt damit mal zur Saatgutproduktion und bringen das weg. Ach, da vorne steht auch noch der Xerion, der muss natürlich auch weg. Hier aus, das haben wir alles. Ja, ein Dünger kann man natürlich machen. Aber das muss auch nicht jetzt sein. Sieht ja schon nicht schlecht aus, was hier produziert wird. Wobei, boah, Dünger haben wir aber ja auch ganz ordentlich. Vielleicht wird hier nur kein Dünger mehr produziert, weil Dünger voll ist. Ich weiß es gar nicht. Nee. Mist ist leer. Brauchen wir aber nicht ganz voll machen, da reichen 50.000. So viel müsste da sein. Da ist auch Saat drin, das ist ja cool. Dann können wir da auch gleich mal wieder noch mehr reinfüllen. Damit denn die Produktionen davon auch immer aktuell sind. Beziehungsweise auch immer genug produzieren können, damit es da keinen Stopp gibt, nur weil die Dinger voll sind. Ups. Sieh mal einer. Ich denke mal, dass wir das jetzt schon mal erstmal direkt zur Tomatenproduktion machen. Okay, Gülle ist noch da. Mist, ist keiner mehr da. Ja, muss ich auch noch wieder noch ein Förderband kaufen. Das wollte ich ja nicht sowieso mal machen. Will ich jetzt gleich mal machen. So, nehmen wir den. Ja, möchte ich haben. So.
viel wir denn hier noch haben an Saatgut. Und dann ja auch gleich auffüllen. Ach, das war's schon. Okay, so, dann fahren wir jetzt mal los. Radspuren auf dem. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon die ganzen Produktionen von der 1.8 und ich habe ja noch nicht mal die von der 1.7 alle am Laufen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal die von der 1.6 alle am Laufen. Ich komme hier so langsam schon gar nicht mehr nach, wann was gekommen ist. Das ist echt krass im Moment. Naja, ich habe auf jeden Fall noch nicht alles am Laufen. Also ja gut, die Bienenkorbproduktion, die läuft. Oder Bienenstockproduktion oder wie auch immer. Aber ich habe weder die Tomaten am Laufen. Natürlich habe ich die Haferflocken noch nicht am Laufen. Aber wir können auch gleich mal gucken. Felder kaufen. So, hier die Käseproduktion. Ja, die läuft natürlich schon. Das heißt natürlich, aber die läuft schon. Muss mir bloß gleich mal einen Überblick verschaffen, wer denn noch was braucht. Was schon läuft und was noch nicht. Den Trailer, den kann ich eigentlich gleich hier unten lassen. Weil ich ja hier unten auch auf jeden Fall ein Chaos lassen wollte. Im Rinderhof, ne? Nee, natürlich. So, Ketchup-Fabrik, ja, ihr könnt noch nicht arbeiten, das ist mir klar. Tomaten abgefüllt. Da fahren sie aus dem Boden. Ja, auch nicht schlecht. So. Okay. Saatgut habe ich jetzt hier 50.000 drin. Das ist natürlich, das ist 100%. Flüssigdünger brauche ich noch und leere Paletten brauche ich noch. Okay. So. Das heißt, hier ist jetzt sogar noch Saatgut drin, ja? Ja, hier ist noch Saatgut drin. Das ist natürlich jetzt. Ist jetzt ärgerlich. Jetzt mache ich das Saatgut jetzt da unten gar nicht los, werde am Rinderhof. Aber ich weiß gar nicht, kann ich das Saatgut da auch einfach an den normalen. Ins normale Silo reintun? Ich weiß es nicht. Oh, die Käserei ist voll. Ja, immer noch wieder Sachen produzieren und verkaufen. Ich werde nichts großartig mehr einlagern. Ich hatte ja schon gedacht, dass vielleicht in 1.7 oder vielleicht dann in 1.8 das Palettenlager aufs neue Skript umgebaut wird. Das war nicht der Fall. Aber ich weiß, dass FedAction damit experimentiert und sich das überlegt. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht in 1.9 kommt oder in 2.0 und in 17.5 oder so. Keine Ahnung.
aber ich werde auf jeden Fall jetzt keine Paletten mehr großartig einlagern. So. Nein, sondern werde zusehen, dass ich das Lager frei halte. Wie dem auch sei, wenn euch die Folge gefallen hat bis jetzt, dann schaltet morgen wieder ein. Hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Und ja, dann kommt mich vielleicht auch bei Facebook besuchen. Friesenjung13 heiße ich da. Oder kommt auf meine Homepage, friesenjung13.de. Ja, die 13 natürlich als Zahl. Ja, in diesem Sinne sage ich dann erstmal ciao.